Ja, hallo zusammen. Heute geht es mal wieder um mein Lieblingsthema, um Woop. Und zwar schauen wir uns diesmal Unterwäsche an. Und zwar habe ich dieses Oberarmband vor einiger Zeit bestellt. Und dann gab es eine Aktion, dass man tatsächlich umsonst die Unterhosen von Woop dazu bekommt. Zeig mal so kurz in die Kamera. Das ist die Unterhose. Also ist jetzt auf den ersten Blick erstmal nichts Spezielles. Aus welchem Stoff ist das? Es ist aus 70% Polyamide und zu 30% aus Lycra und lässt sich bei 40 Grad waschen. Und es ist so ein bisschen, jetzt übertrieben gesagt, kennt ihr vielleicht noch aus der Jugend dieses Snoopy-Seidenunterwäsche. So fühlt es sich ein bisschen an, aber es klebt natürlich nicht so. Und es ist halt hauptsächlich dafür gedacht, diese Unterwäsche beim Sport zu tragen, da sie dann halt auch ein bisschen den Schweiß aufsaugt, wenn man jetzt ordentlich am Schwitzen ist, etc. Also ich finde persönlich eine normale Boxershort ein bisschen angenehmer vom Tragen, einfach Baumwolle ein bisschen angenehmer, aber auch die kann man gut tragen. Ich trage die manchmal auch im Alltag, wenn ich keine Lust habe, mein Woop-Armband am Arm oder am Oberarm zu tragen, sondern ich möchte es einfach mal irgendwie mich noch freier fühlen, dann trage ich manchmal auch diese Unterhose einfach im Alltag. Aber sie ist prinzipiell für Sport gedacht. Man sieht auch, sie ist sehr elastisch. So, und die zweite Kamera ist hier auch mal wieder an, um euch das zu zeigen, denn der Pott, der muss ja auch irgendwo rein. So, und jetzt nehmen wir mal das Oberarmband hier ab und nehmen den Pott hier ab. So, dalle. Und man sieht ja mal, dass es am Ende beim Woop immer das, da steckt die Magie drin in diesem kleinen Ding, was nicht fokussieren möchte. Und den steckt man jetzt hier rein. Das ist bei beiden Unterhosen exakt das Gleiche. Also ich nehme das, muss darauf achten, dass quasi der Sensor dann an meine Haut am Ende geht und stecke diesen Pott hier rein, was relativ einfach geht. So, und dann klemmt man den zu. Und dann hat man den Pott am Ende in der Unterhose. So, da steckt er jetzt drin. Und dann krempel ich die Unterhose um und dann ziehe ich die an. Und dann befindet sich der Pott am Ende an meinem linken, ja, nicht an meinem linken Po, aber an der linken Seite befindet sich dann der Pott. Und kurzes Feedback einfach, die Dinger kosten zwei Stück 50 Euro, also sie sind teurer als eine Calvin Klein Unterwäsche. Ich habe sie damals dazu geschenkt bekommen, nicht irgendwie, weil Woop mich bezahlt hat, es war einfach eine Aktion. Sie wollten Feedback einsammeln, haben das Feedback bis heute noch nicht eingesammelt. Ich warte noch darauf, dass ich mein Feedback geben kann. Ich finde, es ist ein bisschen teuer für zwei Unterhosen 50 Euro zu nehmen. Einzeln kostet sie, glaube ich, 30. Aber ja, sie erfüllen ihren Zweck. Ich finde es cool, mal ab und zu auch mal die Chance zu haben, einfach zu sagen, hey, heute kommt der Pott hier rein und kommt nicht an meinen Unterarm oder an meinen Oberarm, sondern ich bin heute einfach komplett frei. Und das finde ich ganz nice, finde ich ganz cool, finde ich eine coole Ergänzung. Und wer sagt, ja, die 50 Euro habe ich über, das will ich mal machen, kann ich sagen, hey, ja, hol sie dir. So, jetzt gibt es noch zwei verschiedene Schnitte, zwischen dem man entscheiden kann. Ich habe einfach beide genommen. Und wenn ich das jetzt so hinhalte, dann muss ich auch gestehen, erkennt man das nicht. Also das ist jetzt der erste Schnitt. Und das ist jetzt der zweite Schnitt. Und ich glaube, jetzt muss ich noch mal, hoppala, das ist der zweite Schnitt. So, jetzt muss ich noch mal schauen. So, und ich glaube, der erste Schnitt, der ist einfach ein bisschen länger an den Beinen und der zweite Schnitt ist ein bisschen kürzer. Man kann das wirklich an der Kamera irgendwie auch schlecht sehen. Man sieht es auch in echt einfach schlecht. Sie haben einfach einen leicht anderen Schnitt. Ich persönlich konnte da jetzt keinen großen Unterschied feststellen. Also, falls du überlegst, welches soll ich nehmen, es ist eigentlich wirklich vollkommen egal, was du da nimmst. So. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen bei deiner Entscheidung, ob du die Woop-Unterhosen kaufen sollst oder nicht. Und wie sagt Woop immer, stay in the green und man sieht sich.